Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Together. Mit dabei ist Mystico, Anja, Wallace und Pausenbrot. Ach ja, und noch Chrissy. Was ist Obsidian für eine Farbe? Oder Schwarz, hat? pink, lila. Ja, genau, dann so in die Richtung. So, Mystico, du hast sicher schon Nachtsichttränke. Ich brauche nur einen einzigen. Ich möchte nur mal da das Wasser erforschen. Danke. Geschwindigkeit. Wurftrank. Feuerwiderstand. Ja. Jetzt muss ich aber weit fahren. Ja, es geht aber relativ Ach schnell bis so. zu mir. Wenn du hier bist, bei mir gleich im Eingang die Mitteltruhe. Okay. Gut, ich Da nehme hier sind mal nochmal einen zwei mit Stück drin. Wasseratmung. Aber was ich suchte, war eigentlich Nachtsicht. Das wäre wohl hier. Sind die alle 8 Minuten? Dankeschön, Mystico. Ich will hier nämlich ein bisschen die verschiedenen Formationen von Wasser, vom Wasser erforschen. Natürlich falle ich darunter. So, Seerosenblatt brauche ich hier definitiv nicht. Das ist nur Müll. Seerosenblätter bitte aufheben, nicht Ah, wegwerfen. weggeworfen. Brauche ich nicht. So. 8 Minuten, ja gut, ich könnte es eigentlich schon trinken. Ne? Die Wächter beschießen Tintenfische. Okay, ach ja, stimmt, das machen sie normalerweise. Das habe ich vergessen, dass die das auch tun. Oh, meine Nase juckt. Glaube, ich fange mal hier an. Ich glaube, kein Wassertempel, aber trotzdem diese Felsformationen sehen speziell aus. Unter Wasser. Natürlich nicht. Hier in der Mitteltour. Dankeschön. Ja, immer wieder gern. Hast du zufällig eine Kuh auf deiner Insel? Nein. Es sei Okay. denn, sie ist gerade gespawnt. Aber ich habe hier so an sich habe ich keine Tiergehege. Okay. Ach nee, Mystico, ich brauche eigentlich keine, weil ich habe meine Truhe versteckt auf der Insel. Das hätte ich dir, ja, Oh, das sorry, sind ja das hätte ich schon dir auch ganz vorher sagen großen. können. Jetzt nimmt er halt an. Jetzt hat er sich so viel Mühe Ist gegeben. einfach. Okay. Ja. Ja, na, ich nehme sie auch zur Not. Obwohl, da doch, stimmt eigentlich. Gib die mal bitte her. Weil wenn ihr da irgendwas reinpackt, dann könnt ihr das ja bei Siehst mir du? auch wieder rausnehmen. Nein, geht eben nicht. Eine Endertruhe ist nur für einen selbst. Es ist wie, ja, wie eine Cloud. Ach so. Okay. Ja, die Da kann Endertruhe. kein anderer drauf zugreifen. Die Endertruhe Mystico funktioniert leuchtet so, bei mir. das, wo du dort rein Ja, tust, der hat das so kannst komisches nur du. Leuchten. Das kannst nur du. Aber wieso? Das Ja, siehst nur du. Das stimmt, kannst hatte nur ich nicht du mehr dran rausnehmen. gedacht. Ich werde die eiskalt Sieht genau neben die Tür interessant. stellen, damit gleich jeder rangeht. Interessant. Und dann doch nichts rausnehmen kann. Ich will sie noch gar mal mit aufbauen, weil ich mein Haus ja noch nicht fertig habe. Jawohl. Mysteko, falls du hier Ofenkartoffeln oder was zu essen brauchst. Ich hab schon wieder jede Menge.
Wie gesagt, du wirst einmal ein guter Bauer. Das denke ich auch. Nee, ich kümmere mich um meine Felder, also. Bei mir kommt erst alles andere drin, erst mal. Ein Haus zum Beispiel. Naja, Ich das kann ist mein. ja. Haut habe ich zum Beispiel gar nichts gemacht. Braucht noch mal Sand. Mehr. Sand. Ah, Sand ist bei mir genug. Heißer Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Mache ich euch Angst? Nö. Nicht wirklich. Hey. Ihr seid es gewohnt. Hallo. Hi. Ich Auch glaube, sie wieder dürfte da. jetzt wieder schlafen. Bei mir Sie lädt kann die nicht mehr Welt wegen gerade Sodbrennen nicht und so. dann sagt sie, ich bin schuld. Ist ja laut Spiele. Jetzt Echt? wird, aber du bist schuld an Ja, der Schuld. das ist. Ja, klar, ein bisschen. Das ist Frauenlogik. Ein bisschen klar, ne? Aber ich bin nicht lauter als sonst abends in WWE gucke oder sowas, und da kommt sie nicht rein. Und plötzlich, zack, wo sie den ganzen Abend über Sodbrennen sich beschwert hat, kann sie nicht schlafen und ich mache sie wach. Okay. Der böse, böse Bub. Ja, aber sowas von. Deine Mama fragt sich jetzt bestimmt, womit hat sie das verdient? Nee, gut, wenn ich so. Ja, das kann vielleicht sein, aber wenn ich in der Lautstärke spreche, hört sie nichts. Ja, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe Getränke sollten mir, jetzt genug. wie gesagt, Getränke halt mal Ja. genommen. Aber ich erkunde hier eigentlich die, oder ich zeige, wie das aussieht hier unter Wasser. Also Tränke sollten jetzt genug da sein dafür, dass wir jetzt so drei, vier oder was der Bild da wegmachen könnten. Das reicht erstmal. Ich habe ein Insgesamt paar sind es ja etwa 5 oder so. Geschwindigkeits-, Feuerresistenz- und Gifttränke noch gemacht. Falls die irgendwer braucht, kann das ich gerne was nehmen. Okay. Also der eine Unterwassertempel, der ist ziemlich im Berg drin. Stärke- und Schwächetränke mache ich jetzt noch ein paar. Hat eigentlich irgendwer einen Amboss? Ja, Wer nicht? Mystiker und ich im Nether habe ich einen Amboss, mein Haus. Ich meine im ersten Stock. Okay, dann fahre ich lieber zu Mystiker. Wenn du eine Endertruhe willst, ein Pausenbrot, kann ich dir auch eine machen, ist kein Problem. Das wäre schon nett. Alles klar. Irgendwer sauft hier einen Trank. Nee, ich habe Milch gesoffen. Ach so, du kommst ja immer bei mir zum Milch. Das Jupp. ist ein Milchmännchen. Ich bin der Also, Milchmann. ich habe jetzt, also fast von, also ich habe jetzt Nachtsichttränke und Wasseratmungstränke fast jeweils in Doppelkiste voll. Die sollten erstmal eine Weile reichen. Was mache ich denn hier? Oh, was macht denn Das Christi? weiß ich nicht, was du machst, Wolli. Es ist manchmal echt gruselig. Ich habe auch manchmal echt Angst vor mir selber. Deko. Aber schon mal. Ja, genau. Mit dem Also beides müssen wir nach oben. Amboss rechts, Rettung kommt gleich. Warum leuchtest du eigentlich? Ich leuchte. Ja. Du hast ein komisches Leuchten um dich Das ist meine Verzauberung. rum. Meine Okay. verzauberte Rüstung sieht jetzt so komisch schleimig rosa aus. Aber warum leuchten dann deine Hände? Meine Hände leuchten nicht. Doch. Bei Nein. mir schon. Nicht, dass ich wüsste. Warte mal kurz. Jetzt? Warte. Nee, jetzt nicht mehr. Dann liegt es mich an der Rüstung.
Yep. Ach, ich sehe gerade durch den Wassertempel hindurch. Interessant. Nur so sieht ein Wassertempel also aus. Oh, ich sehe die Mitte. Okay. Also beziehungsweise so sieht ein Wassertempel aus, wenn er nicht ganz geladen hat. Kiste liegt vor dir, ne? Ja. Ich bin wieder unten. Warte mal. Jetzt, ja, dort habe ich alles. Das Zimmer hier unten eigentlich besser angebaut, um meine Oh Gott! Dahin zu schicken. Und jetzt sind nicht meine Hunde hier unten, jetzt verbringe ich mehr Zeit in dem Keller als im restlichen Haus. Okay. Ja, aber es ist normal eigentlich. Ja, weil was da, wo der Hauptlager ist, da bist du eigentlich mehr drin. Im Keller stehen nur noch meine Sachen für die Tränke. Mehr steht da nicht mehr. Für mich ist da kein Platz mehr. Ich habe zwei Cauldrons für den Notfall, ich habe eine Wasserquelle, ich habe vier Kisten, wo ich bald erweitern muss, und drei Braustände hier drin. Oh. Ist die Anja? Ich glaube. Dann schwimmt mein. Was ist mit mir? Du bist im Schwimmen. Da unten. Oder am Stein abbauen. Nö, ich habe jetzt gerade hier eine Höhle gefunden. Ach so. Und Eisen, dass ich mal wieder ein Ich habe eben bisschen. nur deinen Namen da unten. Bin. Ich war ein bisschen mit dem Boot rum und zeige da so, wie die Felsformation, beziehungsweise wie es aus unter Wasser ein bisschen aussieht. Dem habe ich da die. Okay. Ich habe einen Zombie-Spawner unter meinem Haus. Das ist cool. Okay, ja, das ist nice. Nice. Aber das ein ist cool. Skelett-Spawner wäre vielleicht besser gewesen, wegen Knochenmehl. Ja, schon, aber ich habe einen Zombie-Spawner. Ja, und ich habe einen Spinnen-Spawner bei mir in der Nähe. Also, das passt doch, haben wir alles. Oh, ich glaube, mein Trank. Mystico, jetzt brauchen wir noch einen Skelett-Spawner. Der kann. Haben wir bei Neox. Ja, aber bei uns in der Nähe. Der Wassertempel direkt beim der Steuerdensel geradeaus, so, der ist ein bisschen in der. Im Fels drin. Kann. Und der andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo war der denn? Kann mir irgendwer eine Zahl zwischen 1 und 9 sagen? 12. 18. Ach, da hinten. Und der andere glaube auch. Ja, der Hier ist war noch nie gut im Zählen. Alles klar. 4,3 ist näher an 4, also 4. Okay. Ups, den habe ich jetzt gerade gebrochen. Niemanden. Ihr selber vielleicht. Oh nein. Nicht schon wieder. Wenn man hier einfach die großen Fische schon sieht. Bei den Wassertempeln. Ich hab's mir selbst gebaut. Nimmt mich dann Wunder, wo das End eigentlich ist. Also der End, Willst du nachgucken, Nias? Es wäre interessant, ja. Aber. Dann machen wir das auch schnell. Ja, gut. So. Wir haben drei Wassertempel, oder? Fünf. Nein, ich glaube, es sind fünf ungefähr. Also Noch ein paar vier, mehr. Vier sind es sicher, weil ich habe jetzt. Also ich weiß, zwei bei der Steuerinsel, eines ist noch in der Nähe von bei Wallace, aber das könnte auch das bei der Steuerinsel sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja doch, das also zwei bei der Spawninsel, dann eine in der Nähe von Chris
Richtig. Beziehungsweise wo du eigentlich bist. Oh. Stimmt, Chrissy spielt ja auch noch. Dann weiß ich gar nicht, wo der vierte ist. Egal. Also gut, dann drei sind es sicher. Aber das finden wir eigentlich heraus, wenn wir jeden abklappern. Dann finden wir heraus, wie viel es wirklich sind. Mein Hühnchen ist jetzt ein General. Okay. Dieter. Yep. Mystico, ich komme. Du bist voll der Ich YouTuber glaube, ich habe einfach, es ne? falsch geschrieben. Was bin ich? Oder wer? General Dieter gehört zu Paluten und zu sonst niemandem. Yep. Da hinten sieht es noch interessant aus. Oh, es ist gewachsen. Vor meinen Augen. Ah, hier hinten nicht noch ein Wasser drin. Sag mal, du Drecksköter, du sollst im Haus bleiben. Und du sollst den Drecksköter nicht als Drecksköter beschimpfen. Wenn du nicht tut, was ich sage, dann ist er ein Drecksköter. Jetzt bist du ein lieber Hund, jetzt bist du in meinem Haus. Ja, wo bist du denn jetzt? Oh, bin an deiner Insel vorbei. Wollte noch wissen, was da unten Und gleich wieder rein. ist. Nee, ich komm. Ich komme schon wieder. Ich fahre mal so kurz ein paar Kakaobohnen. So, ich bin jetzt da, wo deine rote Beete sind. Jedenfalls, was noch davon übrig ist. So, liebe Leute, wenn ihr wissen wollt, wo der Enddungeon ist, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es he wieder heißt Let's Play Minecraft Together. Also macht's gut und tschüss!